Mein Name ist Juliane, ich bin 24, wohne in Düsseldorf. Ich arbeite als medizintechnische Radiologieassistentin. Ich bin seit ca. einem Jahr Single. Klar hatte man mal Treffen, aber war halt nicht der Richtige dabei. Der Sebastian sieht auf jeden Fall sportlich aus. Ich freue mich, ihn endlich zu sehen und mit ihm zu reden, ohne dass er was merkt. Sie hat sich schick gemacht, und zwar für Sabbel. Hier ist Juliane. Schön, dass du da bist. Setzt euch, macht's euch bequem. So schnell sieht man sich wieder beim Matchmakers. Ja. Wie geht's dir denn, wenn du Juliane wieder siehst? Schimmert da mehr drauf was? Ich hab's auf jeden Fall schon mal gesehen, ja. Auf jeden Fall hast du mich für eine großartige Aufgabe gestellt. Wo fädelt man ein Date an? Mit einem Menschen, der auf Persönlichkeit steht, auf Natürlichkeit und dessen halbe Wohnung aus Pizzakartons besteht. Natürlich! An einer Currywurstbude. Eine Currywurstbude, der wohl ehrlichste Ort der Welt und ein guter Platz für ein erstes Date. Lockvogel Lars bringt seinen besten Kumpel Sabbel hier mit zu diesem Getränkemarkt, um wiederum für einen anderen Freund eine große Getränkebestellung abzuholen. Darf ich vorstellen, Juliane. Hi. Hi. Hallo. Steffen. Hi. Moritz, hi. Hi. Wie geht's dir heute? Bist du aufgeregt? Ja, aufgeregt. Aber mir geht's sonst ganz gut, ist nur kalt. Aber wenn man eigentlich so eine schöne Wurstbude sieht, wird einem doch warm ums Herz, oder? Bist du Vegetarierin? Nein. Pommes und Wurst gehen immer. Check. Erste Probe bestanden. Ja. Was findest du denn gut an Sabbel? An Sabbel, Sebastian. Ja, genau. Ach, Sabbel, das müssen wir auch noch machen. Warte mal, Sabbel ist so sein, ist so in der Crew, okay, sein, ja, sein Spitzname. Wissen, ne? Aber sprich ihn jetzt gleich bloß, ich bin Sabbel. Ne? Hallo. Hallo Sabbel. Hab viel Spaß, ja? Danke. Wir bleiben hier. Komm, ich lass dich viel raus. Viel Spaß. Wir sind ja Gentlemen, ne? Tschüss, tschüss. Bis später. Die ist ziemlich nervös, glaube ich. Meinst du? Mhm. Aber ich fand sie dafür sehr locker. Ja, also die ist super lustig. Also, die ist gut, ne? Ja. Die ist gut drauf. Das Frittenfett ist heiß, die Jungs sind unterwegs, Juliane hat Lust. Insofern kann es hier losgehen. Wir haben Getränke bestellt. Ist noch nicht fertig. Wie lange dauert das? Dauert schon einen kleinen Moment. Können wir uns vielleicht was zu essen holen? Ist das okay? Hier an der Wurst? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Super. Check. Funktioniert. Ich kenne auch keinen Typ, der zu einer Currywurst Nein sagt. Zumal er direkt von der Arbeit kommt und bestimmt Hunger hat. Ja, ach, auf jeden Fall wird er Hunger haben. Ich bekomme eine Currywurst normal, bitte. Pommes dazu? Ja, nehme ich auch. Ja. Sicher? Nee, ich habe gerade gegessen, deswegen. Ach, Samuel. Wo hat er denn gerade gegessen dann? Keine Ahnung. Nimm da einen Moment Platz, weil ihr habt da ein bisschen wärmer durch die Heizstrahler. Essen dauert einen kleinen Moment. Alles klar. Danke. Boah, er sieht aber schon noch gestresst aus, ne? Weiß ich nicht, ich guck ein bisschen runter von der Arbeit. Da ist sie. Hi. Hi, guten Abend. So, jetzt geht's los. Hätte gerne Pommes mit Mayo. Ja, gerne. Darf ich die Dame kurz zu euch gesellen, wie in der Hitze? Ja, klar. Ja. So, ja. Pommes dauert einen kleinen Moment. Macht ihr das was aus? Der achtet aber gerade gar nicht auf die. Ne? Drüben ist mir leider komplett ausgefallen. Kannst du dich hinsetzen? Danke. Hi. Doch, jetzt hat er aber schon geguckt gerade, ne? Und ihr seid? Ich bin der Lars. Hi, Juliane. Das ist mein Name, Sebastian. Hi. Boah, ist mega kalt, ey. Ich sitze unter dem Heizstrahler. Komm, setz dich doch mal hin, Sabbel, jetzt hier. Mach die Kippe aus. Wo kommst du? Aus Düsseldorf. Eine Freundin hat noch Geburtstag und ich fahre gleich zu der. Dann wollen wir ein bisschen was trinken. Und ihr? Wir holen heute Getränke. Sehr gut. Das Wichtige holen. Geht denn heute noch feiern oder war es das für heute? Ich muss arbeiten morgen. Ja. Ich muss morgen. Leben ist hart, ne? Einiges zu tun. Was machst denn du? Ich bin Immobilienkaufmann und studiere im Bochum Immobilienwirtschaft. Ich studiere auch nebenbei. Was? Gesundheits- und Sozialmanagement. Ja. Also ich habe vor jedem einzelnen Respekt, der auch nebenberuflich macht. Das ist gutes Zeitmanagement, dann kriegt man das alles hin. Das ist das Problem. Ja. Guck mal, deine größte Schwäche hat er schon preisgegeben. Ja, wie gesagt, ich habe Respekt davor. Also bei mir dauert eh alles immer ein bisschen länger. Der ist aber sehr offen heute. Es gibt nur einen, der die Zweisamkeit stört. Und deswegen klingelt bei Lars jetzt das Telefon. So, einmal der Jahreswechsel 2016, 2017, aber in Thailand. Kurz telefonieren, ja? Ja, oh Mann, ey, ein Date an der Currywurstbude, da kann man fast eifersüchtig werden, oder? Ja. Also ich habe eine Zwillingsschwester. Mhm. Wir werden jetzt 30. Wir wollten uns heute in Duisburg eine Location angucken. Ja, und dann kam er halt an.
Er meinte, das wäre eine ganz kurze Sache und danach kannst du abbauen. Ja, jetzt stehe ich hier. Der labert aber wie ein Wasserfall. Ihr meint, dass er eher so ein bisschen ruhiger ist. Das wundert uns aber allerdings auch. Also. Jetzt musst du gleich hier in die Nähe, oder was? Genau, hier vorne ist ja die Bahn. Und dann, die wohnt direkt hier um die Ecke. Ich muss nur zwei, drei Haltestellen nur so fahren. Genau. Ich hätte ja sonst gesagt, ich nehme dich mit, aber ich weiß nicht, wie viele Kisten das hier werden. Ach, alles gut. Ist hier direkt um die Ecke, ist eh nicht viel. Zwei, drei Haltestellen. Aber danke. Ist das jetzt wieder seine übertriebene soziale Ader oder ist das ein gutes Zeichen? Zu einem Typen, den er gekannt hätte, hätte er das auch gesagt, oder nicht zu einer fremden Frau? Bist du immer so am Rumlaufen, dass du nicht ruhig bleiben kannst? Ja, ich sitze halt den ganzen Tag. Ach so, ja, okay. Ich sitze von 8 bis 5 Uhr, sitze ich die ganze Zeit da auf meinem Arsch. Dann bin ich eigentlich mal froh, wenn ich nicht sitzen muss. Dürft ihr euch beide noch mal nerven? Ich muss einen Abfall wegbringen. Jetzt will ich aber nicht alles komplett zumachen, weil ich mache gleich Feierabend. Pass mal auf. Ich habe einen schönen Tag gehabt. Ihr teilt euch den. Geil, aber danke. Wenn einer kommen soll, sagt er einfach, dass ich Feierabend habe, weil ich bringe jetzt eben den Abfall nur weg. Weil da brauche ich nicht alles zuzumachen, das ist mir jetzt zu viel. Du bist Gentleman und schenkst ein, ja? Ja, natürlich. Ja, ja. Jetzt geht's los. Sauber. Ja, Bombe. Richtig vorglühen hier. Hat sich doch gelohnt, dass ich noch eine Pommes holen wollte. Voll gut. Schön drei Becher, damit es nicht auffällt, weil Lars wäre ja auch noch mit dabei, ne? Ja. Das hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. Nee, war nicht so klug. Nee. Mensch. Ja, das ist nicht so meine Stärke. Klug sein? Ja. Ich brauche für alles immer ein bisschen länger. Ja? Ja, ja. Okay. Also das fängt mit der Schule an. Ich bin einmal sitzen geblieben. Mein Führerschein habe ich auch mit 19 gemacht. Alles klar. Oh, vielen, vielen Dank. So, Joe ist weg. Als zeigt er schön auf. Ja, er mischt ja ganz genau. Kind. Ja, ich halte das mal die ganze Zeit fest. Ja, Prost. Ja, Prost. Auch sehr vertraut. Sie unterhalten sich immer noch gemütlichst. Aber er steht noch. Ja, echt. Also. Ja, check. Gut gemacht, Sarah. Meine Güte, das hat aber lang gedauert jetzt, ne? Also bist du ein Familienmensch? In letzter Zeit, also seitdem ich auch das Studium angefangen habe, lasse ich mich immer seltener blicken. Ja. Ist halt nicht die Zeit da, ne? Nee. Ja. Aber man kann auch nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Nee, das hast du ausrecht. Irgendwo muss man Prioritäten setzen, aber die setze ich, glaube ich, ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, da bist du noch nicht so gut drin. Ja, nee. Also ich glaube, er fühlt sich auf jeden Fall wohl und findet das ganz gut, dass sie auch so viel Augenkontakt sucht. Wenn er sich unwohl fühlen würde, dann wäre er schon längst bei Lars gewesen. Was ist jetzt los? Was das macht? Habt ihr alles so schön formuliert. Ja, voll lecker. Juliane, mal ganz ehrlich, ist, glaube ich, schon Sabels Typ, ne? Auf jeden Fall. Also, die unterhalten sich einfach. Super, natürlich miteinander, null aufgesetzt. Hast ja richtig viel geschafft heute, Mensch. Ja, hier kann ich auch nichts für. Ich sitze hier und wer hat mir das vorher gesagt, hab einen Sekt in der Hand, ey. Ich glaube, der Kerl ist heiß wie Frittenfett, Leute. Lars ist mit seinem Telefongespräch fertig, soll die beiden jetzt aber unbedingt noch alleine lassen. Und deshalb geht er direkt in den Getränkemarkt. Sebastian, ich mach eben. Ich hol die Getränke. Was ist mit deinem Essen, du Vollidiot? Kannst du essen? Ja, ich komme gleich wieder. Was macht er denn jetzt? Ich komme gleich wieder, sagt er. Das läuft nicht nach Plan. Unser Schauspieler muss die Getränkeabholung jetzt unbedingt hinauszögern. Warte, den brauche ich noch. Ist noch nicht fertig gescannt. Ihr könnt schon mal schauen, ob das auch alles ist. Müsste passen. Er geht wieder raus. Geht er wieder weg. Der hat gar keinen Bock auf. Nee, glaube ich auch nicht. Und? Ja. Sollst du die jetzt essen? Nee. Ja, können wir das einpacken? Er macht mich schwer beschäftigt. Ey, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja, sehr gerne. Glaubst du, er fragt nach der Nummer? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Also ich wette, dass Sabbel noch nach der Nummer fragt. Normalerweise würde der Lars jetzt helfen, egal wer da ist. Nee, er guckt. Er guckt, jetzt sieht er Lars. Wacht er den? Ja, ich lach mal ein. Ne? Ja, mach das. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß auf dem Geburtstag. Ja, danke. Jetzt frag doch nach der Nummer. Mann. Macht er das? Der traut sich nicht. Traut sich nicht. Das ist jetzt die letzte Chance. Ja, Sonntag. Oder Sonntag. Ich bringe jetzt die Pullen, die ganzen Pullen. Er will nicht gehen. Er bleibt wieder stehen. Ja, schönen Abend noch. Ja, dir auch. Bis dann. Ciao. Oh nein.